Es wird nur eine harmlose Prozession, sagen sie. Die Mitglieder des protestantischen Oranierordens wollen in Belfast quer durch die Stadt zu ihrer Kirche marschieren. Das hat Tradition, aber bis heute Sprengkraft. Denn seit dem Friedensprozess schreibt der Staat vor, wo genau die Oranier marschieren dürfen, damit die katholischen Anwohner sich nicht gestört fühlen. Das ist zu viel, sagen die Oranier. Unsere Religion ist uns wichtig. Unsere Schärpen sind Ausdruck unserer Religiosität. Aber wir Protestanten werden in Belfast und in ganz Nordirland systematisch zerstört. Und unsere Kultur wird unterdrückt. Eigentlich sollen die Oranier heute keine Musik spielen, denn ihre Marschroute führt sie vorbei an der St. Patrick's Kirche im katholischen Stadtteil Carrickhill. Dort protestieren katholische Anwohner, die die protestantischen Hymnen als Provokation verstehen. In den vergangenen Monaten hatte es bei ähnlichen Märschen Krawalle gegeben. Katholische Jugendliche griffen die Polizei an. Weil sie sich von den Protestanten provoziert fühlten, sagt ein Augenzeuge. Seit dem 12. Juli haben wir hier Ärger, denn das waren keine religiösen Lieder, die sie damals gesungen haben. Man musste nur in ihre Gesichter gucken. Vor der Kirche haben sie getanzt und blutrünstige Lieder gesungen, gegen uns Katholiken. Das sollte eigentlich längst vorbei sein. Mittlerweile haben sich die mehreren hundert Protestanten in Bewegung gesetzt. Und sie spielen ihre Hymnen, trotz Verbot, auch dann, als sie an der Kirche vorbeimarschieren. Wir haben genug. Über 30 Jahre lang haben sie uns mit Waffengewalt und Bomben eingeschüchtert. Wir mussten es akzeptieren, dass Terroristen in der Regierung sitzen, damit wir alle in Frieden leben können. Aber selbst das ist nicht genug. Jetzt sollen wir auch noch unsere Kultur und Tradition verstecken und dazu sagen wir, es reicht. Noch immer gibt es in den protestantischen Stadtteilen überall Wandgemälde, die die bewaffneten Gruppen der eigenen Seite verherrlichen. Und auch auf der katholischen Seite gibt es Radikale, die den Friedensprozess ablehnen. Peter Shirlow lehrt an der Belfaster Universität. Er hat mit beiden Seiten Kontakt und beobachtet, die Radikalen sind zu einem Problem geworden. Früher hatte vielleicht eine Dissidentengruppe Waffen, aber keine Munition. Die hatte aber eine andere Gruppe. Und jetzt schließen sich beide Gruppen zusammen, weil ihnen klar wird, dass sie ihre Expertise gemeinsam viel besser nutzen können. Und diese Entwicklung halte ich für sehr gefährlich. In Belfast trennen Mauern die beiden Religionsgruppen und es werden immer mehr. Durch Tore gelangt man in den jeweils anderen Stadtteil. Abends werden die Tore geschlossen. Heather Wilson nimmt die Mauern schon gar nicht mehr wahr, denn sie fährt fast täglich an ihnen vorbei. Die 21-jährige Protestantin ist auf dem Weg zu ihrer besten Freundin, einer Katholikin. Ich komme immer mit dem Auto, aber zusammen mit Rose würde ich auch herumlaufen. Allein eher nicht, denn ich kenne die Gegend nicht so gut. Es ist anders als bei mir zu Hause. Aber wenn es sein müsste, würde ich mit Rose zusammen schon rausgehen. Das wäre in Ordnung. Rose Todd, Heathers katholische Freundin, ist so etwas wie ein Fußballstar. Sie spielt für das nordirische Nationalteam, eine überwiegend protestantische Mannschaft. In ihrer Nachbarschaft ist sie wohl eine der wenigen, die protestantische Freunde hat. Heather ist öfter hier und die Leute haben bisher immer positiv auf sie reagiert. Na klar, es gibt immer ein paar, die in der Vergangenheit leben, aber die meisten blicken nach vorn. Sie sagen, das ist doch toll. Lasst uns in die Zukunft blicken. Roses Mutter Barbara hat all ihre 6 Kinder zu Toleranz und Offenheit erzogen. Sie selbst hat einen ihrer Brüder im Konflikt verloren. Er war Mitglied der IRA und wurde von britischen Soldaten erschossen. Der Frieden muss um jeden Preis halten, meint sie.
Ich selbst bin ganz anders aufgewachsen. Es war früher schrecklich. Überall Tod, Gewalt, Särge. Es war schlimm. Das wollen wir auf keinen Fall zurückhaben. Ich sage meinen Kindern immer, der Tod ist das Schlimmste, egal wer stirbt. Für die Angehörigen ist es immer traurig. Leid und Gewalt, das haben die Freundinnen Rose und Heather selbst nicht erfahren. Für sie ist der Frieden zur Normalität geworden. Aber doch sind Freundschaften wie ihre die Ausnahme. Wie also können die Menschen zusammengebracht werden? Auf jeden Fall durch Sport oder durch andere gemeinsame Aktivitäten. Sport ist perfekt, um Menschen zusammenzubringen. Man ist befreundet, weil man im selben Team spielt. Um etwas anderes geht es gar nicht. Man liebt denselben Sport, also ist man befreundet. So aufeinander zugehen wie die beiden Freundinnen, muss noch viel getan werden. Die Marschmusik der Kapellen, sie darf kein Abgesang auf den Frieden in Nordirland werden.